Der Frühling ist die beliebteste Zeit für Japan-Reisen. Das ist vor allem der Sakura- und Hanami-Zeit zu verdanken. Alles ist pink, wunderschön und teils auch echt lecker. Doch gerade weil es eine so beliebte Reisezeit ist, ist der Frühling leider auch meistens die teuerste Zeit für Japan-Reisen. Deswegen und vielleicht auch aufgrund der Pandemie und des Japan Travel Bans habe ich in den letzten Jahren versucht, für mich Hanami in Deutschland zu etablieren. Und damit ihr das auch machen könnt, gebe ich euch ein paar Tipps, damit ihr meine Anfangsfehler direkt vermeiden könnt. Snacks und Getränke. Leider haben wir in Deutschland im Frühling nicht die Vielfalt an Kirschblüten-Snacks und Getränken, die es in Japan gibt. Ein Hanami-Picknick ohne Sakura-Snacks und Getränke ist jedoch irgendwie kein richtiges Hanami. Zum Glück können diverse einheimische und japanische Online-Shops oder auch der lokale Asialaden hier wenigstens ein bisschen Abhilfe verschaffen. Meine Devise hierbei ist jedoch definitiv, lieber viel zu früh drum kümmern, als ohne Hanami-Snacks dazustehen. Das heißt, schaut am besten schon Ende Februar oder spätestens Anfang März, was euer lokaler Asia-Shop so zu bieten hat. Wenn ihr nicht so viel finden könnt, kann ich nanuko.de sehr empfehlen. Da sie ihr Lager in Deutschland haben, kommen die Lieferungen dann auf jeden Fall noch rechtzeitig an. Bei japanischen Online-Shops kann selbst Anfang März schon zu spät sein. Manchmal brauchen Pakete nämlich über 2 Monate. Das heißt, wenn ihr sehr spezifische Sachen aus Japan kaufen wollt, gilt, je eher ihr euch drum kümmert, desto besser. Hanami-Location. Der Star eines jeden Hanamis sind die japanischen Zierkirschen. Es gibt in Deutschland einige relativ bekannte Hanami-Orte, wie zum Beispiel das Schloss Schwetzingen. In den letzten Jahren habe ich aber gemerkt, dass man in Deutschland gefühlt an jeder Ecke Kirschblüten finden kann. Gerade in den Großstädten. Allerdings steht nicht jeder dieser Kirschbäume unbedingt an einem für ein Picknick geeigneten Ort. Daher lohnt es sich hier nochmal ein wenig zu recherchieren und nach guten Hanami-Locations zu suchen. Um euch die Suche vielleicht ein klein wenig zu vereinfachen, verlinke ich euch in der Videobeschreibung ein paar Artikel zu beliebten Hanami-Orten in Deutschland. Außerdem packe ich euch den Link zu meiner Google Maps Karte mit rein, in der ich alle Kirschbäume in Stuttgart und Umgebung markiert habe, die ich in den letzten Jahren so gefunden habe. Die Blütezeit. In Japan gibt es im Frühling Vorhersagekarten, wann wo die Kirschblüten in voller Blüte stehen. Das sieht dann ähnlich aus wie eine Wetterkarte, nur in pink und überall steht ein Datum dran. Der Hanami-Hype ist bei uns leider noch nicht so groß, dass wir solche Karten auch für Deutschland haben. Meiner Erfahrung nach fangen manche Kirschblüten Ende März an zu blühen und sind Anfang April aber bereits verblüht. Andere blühen hingegen erst Mitte April oder Anfang Mai. Das kommt immer auch etwas auf die Kirschblütensorte an. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Kirschbäume an der Location eurer Wahl stehen, empfehle ich euch zu prüfen, ob und wie sehr die Bäume bereits in Blüte stehen. Für Schloss Schwetzingen zum Beispiel gibt es auf der Webseite das Blühbarometer. Dort werden regelmäßig Bilder hochgeladen, auf denen man mitverfolgen kann, ob die Sakura schon blühen. Bei vielen anderen Locations heißt es jedoch, vorab hinfahren und nachschauen. Manchmal kann man auch über Ortsmarkierungen bei Instagram nachschauen, allerdings würde ich das mit Vorsicht genießen, da Bilder nicht immer an dem Tag hochgeladen werden, an dem sie auch aufgenommen wurden. Ich habe mich immer lieber selbst vergewissert. Alles, woran man in Japan auch denken sollte. Das waren jetzt so die deutschlandspezifischen Tipps. Wenn ihr einen guten Hanami-Spot gefunden und alles vorbereitet habt, könnt ihr auch noch folgende Tipps beachten, die in Japan ganz genauso gelten. Checkt vorher das Wetter. Picknick im Regen oder bei starkem Wind ist so semi-nice. Allerdings habe ich auch schon mal Hanami gemacht, als noch etwas Schnee lag. Das Video dazu verlinke ich euch mal in der Infobox. Manchmal blühen die Kirschblüten eben bereits, wenn das Wetter noch nicht so richtig mitspielt. Daher lasst euch euer Hanami nicht durch das Wetter kaputt machen, behaltet den Wetterbericht aber im Blick. Nehmt eine Decke mit. Klingt super selbstverständlich, aber ich habe es auch schon vergessen. Mein Geheimtipp, nehmt eine isolierte Decke oder ein Plastiksheet zum Drunterlegen mit. Ich habe noch so ein Mini-Sheet aus Japan mit One-Piece-Motiv, das ich immer benutze. Das Ganze hilft dabei, dass ihr keinen nassen Popo bekommt. Ich lege meistens trotzdem noch eine Decke drüber, weil a. mein Sheet für mehr als eine Person viel zu klein ist und b. eine Decke dann doch irgendwie gemütlicher ist. Auch super wichtig, habt Spaß! Lasst euch eure Snacks und Getränke schmecken, macht ganz viele Fotos, nehmt vielleicht ein Kartenspiel mit und genießt einfach den Frühling. Gerade wenn ihr einiges an Extra-Vorbereitung hattet, ist es umso schöner, das Hanami-Picknick selbst dann einfach genießen zu können. Und jetzt noch 2 etwas ernstere Hinweise.
Erstens, fasst bitte die Kirschblüten nicht an. Zieht nicht an den Ästen und reißt auch keine Blüten ab. Kirschblüten sind meines Wissens nach sehr zierliche Bäume. In Japan genauso wie bei uns. Während meinem Hanami-Picknick dieses Jahr hat eine Frau einen Ast heruntergezogen, um mit einer App zu scannen, was für ein Baum das ist. Bitte macht sowas nicht. Zweitens, nehmt euren Müll wieder mit oder schmeißt ihn weg. In Japan gibt es selten Mülleimer, daher ist es irgendwie selbstverständlicher, dass man seinen Müll wieder mit nach Hause nimmt. Ich bin tatsächlich in Deutschland immer wieder erstaunt, wie viel Müll man in unseren Parks findet, obwohl wir Mülleimer haben. Deswegen hier nochmal explizit die Erinnerung daran, keinen Müll zu hinterlassen. Ich hoffe, die Tipps helfen euch, im nächsten Frühling Hanami in Deutschland zu machen. Wenn das der Fall sein sollte, denkt vielleicht an mich und verlinkt mich gerne unter den Bildern, die ihr postet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.